Heute verschönern wir unseren Plätzchenteller mit Schokolade. Doch dies ist keine normale Schokolade, denn sie kommt aus dem 3D-Drucker. Es gibt nämlich hier im Mediator nicht nur normale 3D-Drucker, sondern auch Schokoladendrucker. Die Funktionsweise ist sehr ähnlich. Als erstes brauchen wir diese Kartusche und Schokolade. Die Schokolade wird in so Stäbchen abgepackt. Sie kommt jetzt in die Kartusche rein und dann in den Drucker. Der muss jetzt erstmal vorheizen, damit die Schokolade angeschmolzen ist. Diese Drucker werden mit ganz viel Designvorlagen geliefert, also konnten wir uns einfach bei den Weihnachtsvorlagen eine aussuchen. Der Drucker, wenn er heiß ist, drückt jetzt kontrolliert mit einem Stopfen die Schokolade aus der Kartusche. Wenn die Schokolade aber zu heiß ist, dann verläuft sie einfach. Wenn sie zu kühl ist, kommt sie erst gar nicht raus. Also muss die Temperatur genau richtig sein und dies ist nicht immer der Fall und deswegen sehen manche Drucker auch nicht ganz so schön aus oder verlaufen komplett. Das macht das Ganze etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz haben wir eine Schneeflocke, einen Schneemann und eine Kerze gedruckt. Jetzt sieht der Teller schon viel besser aus. Und essen kann man sie natürlich auch.